Und ihr macht heute Fotos. Ben, alles klar? Ihr dreht. Ihr werdet die Fans sehen. Maestro, ich wusste nicht, dass du lebst. Du lebst, hey. Und weißt du was, jetzt habe ich keinen Komplex, weil der ist ein bisschen größer als ich. Ne? Oder breiter. Du bist mein Größer. Du bist der Größte. Du warst immer der Größte. Das ist David, Partner in Painting, die Malerei. Ne? Oh, Eva, sieht gut aus, wirklich fantastisch. So toll gestylt. Hey. Wir malen dich heute. Wir malen dich. Die ist hier. Freut mich. Polski? Hallo. Okay. Wir sehen dich gerade. Prinzessin. Nein, aber toll, das war nicht nötig. Ich weiß es nicht. Hey, ich lasse euch einfach im Moment alleine mit Bildern. Wir quatschen danach, okay? Ja. Und entspannt euch. Ich weiß nicht, was ist mit dir? Das ist gemeinsam gemalt. Wir machen so, läuft Musik. Und gerade schmeißen wir ein paar Flecken. Und dann die Musik geht in Jazz. Und dann wir haben Lust, einfach Jazz zu malen. Dave macht schnell Figuren. Ich gehe von links, von rechts in einem schnellen Tempo, ja, damit die Musik, diese Gefühl da drin bleibt. Und das ist eine von besten Bildern, die ich letzte Zeit in vielen Galerien gesehen habe. Gefällt jedem, weil es war die wahre Kunst. Der Bereich gefällt mir sehr. Ich heiße Mitek Krzyżanowski, Pseudo, manchmal. Manchmal tauschen wir einfach. Ich heiße Dave Dayton und das ist Dave Dayton. Mitek Krzyżanowski. Und wir wollen alle so ganz herzlich begrüßen und freuen uns sehr für Gastfreundschaft von Studio Buchinger, für die ehrwürdige Räume und Wände. Ja, das ist wirklich eine tolle Einrichtung. Und wir hoffen auf Zusammenarbeit in Zukunft. Und, hoffen auch, dass ihr alle natürlich Spaß habt mit unserer Malerei, mit unserer Kunst. Freuen uns auf jeden von euch. Und ja, ich sag, ich liebe euch alle, jede Seele, die hier kommt und mit uns kommuniziert. Willst du was sagen? Nein, du hast alles gesagt. Wir haben noch ein paar Sätze. Die Schwester von Ulf das wird vorlesen. Das ist wirklich, man kann sagen, der ganze Sinn unserer gemeinsamen Malerei ist, ich stecke in diesen paar Worten, die sie vorliest. Wenn wir noch eine Minute Zeit haben, bitte. Gut, die gemeinsame Arbeit von Dietz und Kripke ist eine Symbiose aus zwei verschiedenen Stilrichtungen der Malerei. Bei Dietz spielt in seinen Kompositionen flache, starke Konturen die wichtige Rolle. Kripke hingegen mag die spontan zusammengestellten farbigen Flächen. In gemeinsamer Performance erinnern sich die beiden an Erfahrungen des Erwachsenwerdens und Auswirkungen von Schulen, Kunstlehrern sowie Akademismus. Bei Dietz meets Kripke sprechen beide über einen unsichtbaren Dritten. Ein metaphysischer Künstler offenbart sich in ihren Bildern und Dietz fügt hinzu, eine solche gemeinsame Malerei ist manchmal eine mystische Erfahrung.
Es ist wie eine Jam-Session im Jazz. Von Abstraktion bis Klassik, durch das Echo der Ereignisse in der Welt bis hin zu biografischen Momenten, sind in den Kunstwerken vorhanden. Die Bilder von Krizki, der seine theologischen Studien in... Ja, okay, in Polen, Chinesen unterbrochen hatte, sind auch von religiösen Themen beeinflusst. Im Gegenzug dringt in die Arbeit von Dietz Sinnlichkeit und Leidenschaft durch. Die beiden verbindet die Suche nach einem dynamischen und modernen Bild. Die Suche umfasst bisher 20 Bilder. Danke sehr. Danke. Danke. Okay. Steht hier aber. Okay. Let's go. Also, alles Gute. Wenn jemand Fragen hat, so das würde ich... Sie wollte aussprechen. Ja, ja. Soll es ein bisschen besser sein? Ja, ja. Das geht nicht. Ja, nicht so normal. Also funktioniert das Sommer.